Hallo zusammen und herzlich willkommen zu endlich wieder mal einer Erfolg von Swissinfo. Ihr wisst ja, Matur, bla, Schulstress, blue, es killt mir der letzte Nerv, aber wenn ich mal Zeit habe, und das ist jetzt eben der Fall, mache ich natürlich etwas für YouTube. Heute möchte ich mal ausnahmsweise mit einer Real-Life-Story von mir starten. Ich bin nämlich letztens im Coop einkaufen und dann ist mir etwas ziemlich Spannendes passiert. Ich habe die Story ja schon auf Facebook in einem Status kommuniziert, aber das ist eher die kürzeste Version, weil ich wenig Zeit hatte. Jetzt kommt die ausführliche Version mit allen Details. Jedenfalls, ich bin in den Coop gegangen, einkaufen und bin dann an die Kasse gekommen und habe gesehen, ja, es hat dort recht viele Leute und habe mich dann entschieden, so eine selbstzahlende Kasse zu benutzen. Also dort, wo du kannst deine Ware anlegen, scannen und dann listet es dir das Ding gerade von alleine auf, ohne dass es irgendeine Angestellte übers Band nehmen muss. Das habe ich gemacht und dann ist am Schluss eine Summe von 13.25 Franken rausgekommen. Habe dann, okay, keine Sache, das Portemonnaie aufgemacht und habe gesehen, oh scheiße, ich habe noch eine 100er Note, keine Münze, nicht einfach nur die 100er Note, weil ich sie gerade kürzlich bekommen habe. Dann denke ich, gut, ja, bleibt mir gar nicht anders übrig, habe die 100er Note dem Ding gegeben, hat es geschluckt, aber dann ist etwas Komisches passiert. 6,75 habe ich in Form von Münzen bekommen, habe sie genommen und habe dann einfach gewartet und gedacht, ja, jetzt kommen noch die Noten. Nach irgendwie einer halben Minute ist dann so das 20er Note so langsam. Und ich habe richtig müssen reissen, es muss irgendwie geklappt haben oder so, keine Ahnung. Aber ich habe es fast nicht rausbekommen. Beim 50er Nötchen ist das genau gleich passiert, einfach mit dem Unterschied, das habe ich gar nicht rausbekommen. Das ist einfach zur Hälfte stecken geblieben. Es ist dann eine Kassiererin gekommen und hat das 50er Nötchen irgendwie dann irgendwie halbwegs rausbekommen und hat mir gesagt, ich soll jetzt gehen. Aber Moment mal, 20 und 50 gibt 70 und es fehlen aber insgesamt 80 Franken. Das heisst, da müsste noch 10 Franken mehr kommen. Das habe ich dann auch gesagt. Sie hat mich dann aber darauf verwiesen, dass auf der Maschine, auf dem Display, auf der ich bislang nicht geschaut habe, tatsächlich Rausengeld 76,75 anstatt 86,75 gestanden ist. Und ich denke mir so, was? Also ich weiss ja, dass ich kein Hirsch in Mathe bin. Ich weiss, Mathe ist nicht mein bestes Fach. Aber das 100 minus 13,75 nicht 76,75, sondern 86,75 gibt, das kann sogar ich im Kopf rechnen. Ich habe dann gesagt, jo, Entschuldigung, rechnen Sie das einfach im Kopf nach. Sie werden es ja selber merken, dass das nicht stimmt. Nein. Maschine macht keine Fehler. Also, nichts gegen die, die so reden. Sie haben jetzt einfach so geredet. Und ich habe gesagt, rechnen Sie das im Kopf nach. Und sie hat sich einfach konstant geweigert. Das war zwar extrem redundant, aber das Beste kommt erst noch. Es hat nämlich hinter mir noch mehr Leute gehabt, die angestanden sind, um auch an diesen Kassen bezahlen zu können. Und wo dann die Kassiererin gekommen ist und gesagt hat, Maschine macht keine Fehler und so weiter und so fort, muss es für die ausgesehen haben, als wäre ich der Vollidiot. Und das Schlimmste ist, dass die Kassiererin auch noch wirklich den Eindruck vermittelt hat. Vom Tonfall und von der Körperspruch ist es wirklich übergekommen, als würde sie den anderen Leuten sagen wollen, es tut mir leid, da ist der Klon an der Kasse, der kann nicht rechnen, die Maschine macht eh keinen Fehler, ich tue ihn so schnell wie möglich aus dieser Filiale katapultieren. Alles, was sie musste machen, ist 100 minus 13,25 rechnen und das ist wirklich nicht so schwer. Also es hat mich extrem aufgeregt, vor allem weil sie gefunden, ich habe jetzt das Rausengeld und soll gefälligst gehen, aber es haben noch 10 Franken gefehlt. Dann ist aber ein Vorgesetzter von ihr gekommen, hat mir die 10 Stutz gegeben, nachdem ich ihm das Problem geschildert habe und die Maschine augenblicklich lahmgelegt, wenn ich das richtig beobachtet habe. Aber trotzdem, keine Entschuldigung, weder vom Vorgesetzten noch von der Kassiererin, wo ihr dann gemerkt habt, dass sie offenbar falsch gelegen ist. Also, und Kritik habe ich auch nicht bekommen. Ich weiss, das klingt jetzt super pingelig und alles, aber ey, ich bin dargestellt worden, als wäre ich der letzte Vollidiot. Und das geht einem schon unter die Haut. Jedenfalls würde es mich extrem wundern, ob euch das auch schon mal passiert ist und wenn ja, in welchen Filialen, bei was für einer Kasse. Schreibt mal eure negative Einkaufserlebnisse ab in die Kommentare. Dann hat jetzt eine ganz kurze Kanalempfehlung für euch, die unten in der Videobeschreibung ebenfalls verlinkt ist. Da habt ihr einen ganz kurzen Ausschnitt von einem von denen ihren Videos. Let's Plays vom PC über die Wii U bis zu der PS4 und der Xbox One auf Super Swiss Bros. Bekämpf deine Gamesucht, indem du anderen oder uns beim Gamen zuschaust. Es gibt neue Videos, jeden Tag am 6. auf Super Swiss Bros. Weiter im Text. Am 5. Juni stimmen wir ja gerade über mehrere Sachen ab, was ich extrem spannend finde. Wenn ihr noch nicht wisst, was auf dem Programm steht, geht unbedingt auf easyvote.ch, auch unten verlinkt. Dort habt ihr total gute Videos, die euch erklären, in weniger als 5 Minuten. Jedenfalls möchte ich heute auf zwei von diesen Sachen zu sprechen kommen. Falls ihr noch überhaupt keine Ahnung von diesen beiden habt,
dann klickt auf die Links unten in der Videobeschreibung. Ich habe gerade die direkten Videos, die diese beiden Sachen erklären, verlinkt. Jedenfalls, eine erste Wertinitiative für das bedingungslose Grundeinkommen. Das klingt zuerst einmal super gut. Es heisst nämlich, jede Person in der Schweiz soll vom Staat jeden Monat einen fixen Geldbetrag bekommen, dass sie den Lebensunterhalt besser bestreiten kann. Es ist nicht genau gesagt, wie viel das ist. Die Initiative schlägt vor, für Erwachsene gäbe irgendwie etwa 2500 Franken und für Kinder und Jugendliche ein bisschen über 600 Franken im Monat zu bezahlen. Und es klingt total super, aber es ist totaler Stuss. Ich erkläre euch warum. Sagen wir mal, ich bin der Peter, ich bin ein zufriedener, glücklicher Mensch und alles, aber mir stinkt es gar arbeiten, darum arbeite ich lieber nicht die durchschnittlichen Stunden pro Woche, sondern viel, viel weniger und verdiene darum nur 2000 Franken in der Woche, anstatt irgendwie 4-5000, wenn ich 100% arbeiten würde. Meine Frau kompensiert das, sie ist Lehrerin, macht irgendwie 5000 Franken im Monat, das heisst, zusammen kommen wir auf 7000 und sind total happy. Jetzt kommt aber die Initiative durch und ich kriege plötzlich 2500 Franken sowieso im Monat. Warum soll ich denn noch arbeiten? Ich kriege ja mehr Geld, wenn ich nicht schaffe, als wenn ich schaffe. Logo bleibe ich daheim und schaue aus Switzerland. Man muss sich auch fragen, was definiert der Wert von Geld? Ich weiss, wenn ich sage mal 100 Franken in der Tasche habe, dann kann ich vielleicht jemanden dazu bringen, mir eine Dienstleistung zu erweisen. Sei das irgendwie in einem guten Restaurant essen, sei das 100 Snickers kaufen. Irgendetwas kriege ich für das Geld. Wenn jetzt aber jede in der Schweiz lebende Person 2500 Stutz im Monat einfach so bekommt, warum sollte die mir denn noch eine Dienstleistung für meine 100 Stutz machen? Das ist doch der scheissegal, ob sie jetzt meine 100 Stutz bekommt oder nicht. Das bedeutet, ich bleibe auf meinen 100 Steinen sitzen, weil sie einfach nichts mehr wert sind. Das wäre jetzt natürlich nur der absolute Worst Case. Das würde natürlich nicht in dieser schrecklichen Variante passieren. Aber ich bin trotzdem nicht gerade auf der Seite von dieser Initiative. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Und wie gesagt, schauen wir heute zwei Initiativen an und die zweite ist die sogenannte Milchkuh-Initiative. Der Name ist super gut und mega herzig. Ich hätte irgendwie Lust, keine Ahnung, die Initiative zu streicheln oder so, aber es geht ja nicht, es ist eine Initiative. Jedenfalls lässt sich die etwa so zusammenfassen. Jedes Mal, wenn jemand mit dem Auto rumfährt, muss er auch irgendwann wieder mal nachtanken, weil ihm das Benzin ausgeht. Und auf jeden Tropfen Benzin, den man tankt, zahlt man ja auch einen gewissen Preis und von diesem Preis geht immer ein kleiner Teil an den Bund als Mineralölsteuer. Aber wenn man tankt, dann muss man sich nicht überlegen, okay, ich zahle jetzt noch eine Steuer an den Bund, ich habe 50 Liter tankt, also muss ich den Preis von 10 Liter an den Bund zahlen. Nein, nein, das ist gerade im Preis mit dabei. Wenn der Liter Benzin beispielsweise 1,50 kostet, dann sind glaube ich irgendwie... Ich glaube, irgendwie 50 Rappen von diesem Preis muss die Tankstelle dann dem Bund überweisen als Mineralölsteuer. Das bedeutet für den Bund im Jahr 3 Milliarden Franken an Steuereinnahmen. Die Hälfte, also rund 1,5 Milliarden Franken, gibt der Bund in der Regel auch wieder für die Strasse aus. Also zum Beispiel eine neue Spur bei der Autobahn machen, ein Schlagloch stopfen, einfach all das Zeug, aber auch wirklich neue Tunnel bauen durch die Alpen, alles Mögliche ist dort mit inbegriffen. Die andere Hälfte, also die andere 1,5 Milliarden, werden aber in der Regel einfach für andere Sachen ausgeben. Die Initiative findet jetzt, das geht ja wohl gar nicht und will es dem Bund zukünftig verbieten, die anderen Sachen nicht für den Verkehr auszugeben. Also sprich, alles, was mit der Mineralölsteuer an Steuern zum Bund reinkommt, muss der auch wieder in die Strasse pumpen. Ganz nach dem Motto, die Mineralölsteuer gehört der Autofahrer. Yeah! Und Alkoholsteuer der Alkoholiker oder was? Und Tabaksteuer der Raucher? Das ist ein totaler Unsinn. Und ein genauso grosser Unsinn sind unter anderem auch die Argumente der Befürworter dieser Initiative. Die sagen nämlich, okay, wenn wir die Strassen ausbauen, dann haben wir weniger Staus, zum Beispiel vor dem Gotthard. Das klingt zuerst einmal super, aber der Schein trügt wie so oft. Stellt euch nämlich vor, der Bund hat plötzlich 1,5 Milliarden Franken weniger, weil er die jetzt nur in Verkehr investieren darf, aber dort zum Teil einfach gar nichts machen muss. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass er in Schienenverkehr viel weniger investieren könnt, weil er auch weniger Geld da ist. Und was machen die Leute, wenn plötzlich das Zugreisen holprig und scheiße wird? Sie nehmen das Auto. Und was passiert, wenn mehr Leute das Auto nehmen? Ah, bingo, wir haben mehr Stau. Also, ich sage euch jetzt nicht, ihr müsst so stimmen, aber ich habe gesagt, wie ich stimmen werde. Und ich würde an eurer Stelle, falls ihr noch unentschlossen seid oder falls ihr jetzt das Video gesehen habt und denkt, ich will jetzt so abstimmen wie der Lionel, unbedingt auch die Argumente von denen anhören, die genau das Gegenteil sagen von dem, was ich sage. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben.
Und wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir unbedingt warum. Ich nehme Verbesserungsvorschläge extrem gerne an. Hilft mir extrem viel weiter. Und in der Videobeschreibung hat ich sonst noch ein paar weitere Links, falls ihr Lust habt, dort zu vorbeischauen. Und ansonsten, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und damit Tschüss!